Jo Leute, willkommen zurück bei One Piece World Seeker. Endlich geht es weiter, Leute. Ja, wir haben beim letzten Mal die Klamotten gewechselt. Genau, und da haben wir ja aufgehört. Jetzt geht es hier weiter. Auf jeden Fall wünsche ich euch auch viel Spaß. Abonnieren und bitte liken nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Und weiter geht's, ne? Ja, Ruffy, ich wollte das gerade aufsammeln, aber ich weiß nicht, wieso du das nicht machst jetzt, Kumpel. Wieso machst du das nicht, Ruffy? Einfach hier hoch. Genau. Und hier. Mein Gott. So, was fehlt uns? Die Aufgabe fehlt uns nur, sonst haben wir dann hier die Missionen, ne? So, wir machen erstmal die Zweier-Mission und dann die Dreier. Hier. So. Karma-Beilage. Bestimmte Person treffen. Legendäre Waffe. Wir könnten wieder Zorro finden, aber ich will mal mit Frankie sprechen, oder? Ja, wir sprechen mal mit Frankie. Ist besser. So, Alter, wo das auch ist, ey. Ja, ich muss noch auch vieles sammeln wieder, Leute. Merkt ihr ja bestimmt. Wir müssen zur Kristallschlucht nochmal einmal, ne? Ich werde sowieso irgendwann dahin gehen müssen, weil da gibt es eine Aufgabe. Da müssen wir dahin und dann mache ich das. Dann hole ich mir die restlichen Truhen. Boah, ich hasse das hier, ne? Mit der Jadebrücke. Ja, Ruffy, drück doch. Ich drück die ganze Zeit drauf. Er macht das nicht. So, das war perfekt. Wir können auch Gum Gum UFO benutzen. Damals wusste ich das gar nicht. Man kann Gum Gum UFO richtig lange benutzen, Leute. So, ich hab wieder schon voll Lust, ey. Ja, ich hab ja das voraus aufgenommen. Aufgenommen, ne? Und es ist lange her, dass ich das jetzt wieder mal gespielt habe. Deswegen macht das auch jetzt gerade auch mehr Spaß. So, Frankie. Frankie, da bist du ja. Ja, wenn das nicht Ruffy ist. Bei dir alles super? Ich habe eine Nachricht von Nami. Sie will, dass du dir die Sache mit der Schusswaffe vornimmst, um die es in diesem Dokument geht. Das ist ja schräg. Und hast du irgendetwas herausgefunden? Das ist eine super Wumme. Die gehörte einem Krieger namens Lopez. Sie war leicht wie eine Feder, aber hatte aber eine wahnsinnige Feuerkraft. Oh Mann. Jeder konnte damit schießen. Vom kleinen Hosenmatz bis hin zum Opa. Okay. Wow, echt? Dann ist die ja sowas wie ein Schatz. Aber wo finden wir die jetzt? Ich kann dir nur etwas über die Waffe selbst erzählen, wenn wegen der Symbole musst du Robin fragen. Sie ist wohl zum Wohnviertel in Stahlstadt gegangen, um mehr von den Inselbewohnern zu erfahren. Okay, danke, Frankie. Oh Mann, ey. Fängt schon wieder gut an, ne, Leute? Aber gehört zum Spiel leider. So. Ja, Kristallschlucht. Von da aus ist das jetzt schneller. Aber wir werden sowieso jetzt wieder gestört. Von den einen Typen da. Von diesem Piraten, ne? Diesem Piratenpack. Aber ich freue mich schon auf die Missionen. Das Komische ist ja, wir werden keine neuen Gesichter hier sehen. Aber ich könnte das auch so machen. Damit wir nicht direkt entdeckt werden, ne? Da oben gibt es ja auch welche. Haben wir ja mehrere gesehen. Ja, die werden schon angezeigt. Aber scheiße drauf. So, Chopper. Wenn wir kein bekanntes Gesicht sehen, ich glaube, ich werde Chopper als Thumbnail dann benutzen. Warum nicht? Habe ich jetzt Chopper gesagt? Ich meine Karo. Ich sag die ganze Zeit Chopper, ne? Alter. Sorry, Chopper, dass ich dich mit
Karo gewechselt habe. So, wo ist jetzt Robin? Da ist die nicht. Robin, wo bist du? Oh Mann, muss ich jetzt wirklich so lange suchen? Leute, bin ich doof oder so, Alter? Ist die das nicht? Okay. Die reden über uns. Leute, ey, muss ich die jetzt wirklich suchen? Ich mach gleich einen Cut, Leute, wenn das so weitergeht, ne? Ich will die jetzt auch nicht so lange suchen. Das ist doch jetzt blöd, ne? Wo ist die? Robin im Wohnviertel von Stahlstadt trifft. Da ist die doch, Alter. Hallo. Robin. Was ist denn los, Ruffy? Nami möchte, dass du uns alles über die Symbole in diesem Dokument hier erzählst. Dann finden wir heraus, wo der Schatz ist. Hm, wirklich sehr interessant. Die sehen aus wie Zeichen, die ein Stamm im Westen benutzt. Darf ich mir das hier eine Weile genauer ansehen? Kannst du machen, Robin. Ich glaube, ich weiß jetzt auch wo. Echt, wo? Hm, wahrscheinlich dieser Vers hier, vor und zurück, die grüne Bucht. Eine Bucht, also am Meer. Tja, die Sprache dieses speziellen Stammes ist sehr interessant. Hier habe ich eine Übersetzung für dich. Okay, am Platz von Stahlstadt mit Nami sprechen jetzt. So, wo ist die denn jetzt? Yo, da können wir direkt Funkturm, Alter. Was für Stahlstadt. Hammer. Hin und her jetzt. Nur Leserei, Leute. Ja, nach einer Zeit wird das auch nicht mehr interessant. Weil man muss schon ein bisschen auch mehr Kämpfe einbauen, ne? Weil wir lesen hier nur fast. Also ich habe das ja am Anfang des Parts vielleicht auch gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich gesagt habe. Aber ich glaube schon so 60% oder 70 muss man lesen, Leute, hier. So, ich hoffe, wir bekommen jetzt wieder keinen Faust von hier. Nami, ich habe mit Robin geredet. Sie hat uns eine Übersetzung angefertigt. Wirklich? Dann lass uns zu Jan. Lass uns Jan holen, damit sie sich die Sache ansieht. Da kommt der Jan. Ah, verstehe. Hast du etwas herausgefunden? In der Sprache dieses Stammes bezieht sich vor und zurück nicht auf Wellen, sondern auf Bäume, die sich im Wind wiegen. Und grüne Bucht ist nicht das Meer, sondern vielmehr ein Waldrand. Wow, Nami, ich bin beeindruckt. Der größte Wald der Insel liegt nördlich von Rubindorf. Vielleicht ist der gemeint. Ja, muss so sein. Ruffy, Jan, auf zum Wald nördlich von Rubindorf. Stimmt etwas nicht, Jan? Eine legendäre Schusswaffe, mit der jeder schießen könnte, von kleinem Hosenmatz bis hin und zum Opa. Mit einer solchen Waffe können wir unsere Insel gegen die Piraten verteidigen. Allerdings. Jan? Wie? Oh nein, es ist nichts. Okay, begeben wir uns zum Wald nördlich von Rubindorf. Alter, die ganze Zeit hin und her. Lass uns so direkt dahin. Hammer. Tschüss. Wo das auch ist, Leute. Heftig. Ich hoffe, wir schaffen noch mehrere Missionen auf einmal. Da können wir direkt weitermachen, ne? Weil ich bin mir ziemlich sicher, sobald wir die Nebenaufgaben erledigt haben, dann wo wir dann hier mit den, wie heißt das nochmal,
Mit der Inselerkundung ist das ja. Wir haben ja von 6 haben wir ja 4. Das meine ich. Wenn wir den erledigt haben, dann kommen bestimmt neue Nebenaufgaben. Das wollte ich sagen, Leute. Oh Mann, ey. Das wird wieder zu viel, ne? Ja, aber ich will das jetzt auch nicht irgendwie auslassen, ne? Weil ich will alles haben, Leute. Das ist also der Wald. Raffi, kannst du mich hören? Jan und Sint und ich sind auch im Wald. Aber es sieht so aus, als wären wir nicht die Einzigen. Es treiben sich auch Piraten rum. Nun, wenn die denken, dass die uns um unseren Schatz erleichtern können, haben sie sich geschnitten. Raffi sucht die Typen und macht sie fertig. Alles klar. Und du kümmerst dich um Jan, okay? So. Die Piraten finden, okay. Haben wir schon gefunden, oder was? Da sind die. Versucht ihr, Kerle, unseren Schatz zu stehlen? Wer zum Geier bist du denn? Wir waren zuerst hier, kapiert? Also bist du der Dieb? Ach ja, naja. Gutes Argument. Was für ein Idiot, schnapp ihn euch. Ja, dann kämpfen wir mal, ne? Ich hab Bock. So, Gum Gum, Elefanten-Gatling. So viel dazu. Und jetzt muss ich diesen Schatz finden. So, die Schatzkiste finden. Da ist die doch. Was ist denn das hier? Für eine Truhe. Die sieht irgendwie anders aus, Alter. Und ramponiert. Hey Nami, Jan. Seht euch mal die schäbige Truhe hier an. Ich habe sie gerade gefunden. Das muss sie sein. Sie sieht genau wie der Behälter aus, der in der Übersetzung erwähnt wurde. Also befindet sich die legendäre Wumme da drinne. Das ist so aufregend. Jetzt mach ihn auf. Jetzt bin ich gespannt. Oh, das Ding ist ja leer. So ist es. Moment mal. Da drin ist ein Brief. Mein lieber Freund, ich kenne weder deinen Namen noch dein Gesicht. Mein Name ist Lopez. Dass du diese Kiste geöffnet hast, bedeutet, du suchst wohl meine legendäre Waffe. Verzeih mir, aber die bekommst du nicht, denn sie ist mir lieb und teuer. Aber denk doch einmal an deine Abenteuer zurück. Du hast bestimmt vielen Widrigkeiten getrotzt, um so weit zu kommen. Die Erfahrungen, die du auf diese Weise gesammelt hast, sind weit mehr wert als jede legendäre Waffe. Ach, das ist doch wohl nicht wahr. Ich brauche keinen Vortrag von jemandem blöden Soldaten. Okay, sie lacht sich tot, die Jan. Was ist denn daran so komisch, Jan? Ich warne dich, ich habe gerade richtig miese Laune. Tut mir leid, ich war so erleichtert, dass mich einfach die Freude gepackt hat. Erleichtert? Was meinst du? Ich hatte mich gefragt, was wohl auf unserer Insel würde, wenn wir eine legendäre Waffe fänden. Ich hatte das Gefühl, dass als hätten die Götter meine Ängste durchschaut und mir gezeigt, dass wir keine legendäre Waffe brauchen. Eins ist mir jetzt absolut klar, ich brauche keine Waffen, ich werde die Insel auf meine Weise beschützen. Ich schätze, das ergibt Sinn. Und das ist jetzt auch endlich Schluss mit diesem dämlichen Versteckspiel. Genau, gehen wir zurück. Die anderen machen sich bestimmt schon Sorgen. Und wenn ich je diesen blöden Soldaten erwische, bezahlt er mir die größte Aufwandsentschädigung aller Zeiten. Oh Mann, die ist voll komisch, die Namen. So, 300. Ich guck mir das mal an. Ich glaube, wir haben alles ausgegeben, ne? Fähigkeitspunkten. Ja, passt alles. Weil ich Idiot hab ja das gemacht.
Wollte halt nicht noch das machen. Weitschuss. Dann habe ich noch den Betäubung noch gemacht. Oder den Auffüllung. 200, 200. Ja, komm, können wir machen eigentlich, ne? Den und das war das mit dem Weitschuss. So, die Insel erkunden. 4 von 6, das meinte ich, Leute. Wohin? So. Der verschwundene Schwertkämpfer. Ich glaube, das machen wir noch. Weil die schwierigen Aufgaben mache ich später. So, 4200, Alter. Wo ist der denn, der Zorro? Hier ist der. Boah, ich muss mir das Safe gleich angucken, Leute. Weil ich habe keinen Bock, Zorro jetzt zu suchen wieder, ey. Das dauert ewig. Ich hoffe, wir finden den direkt. Wirklich, Leute. So. Oh, Mann. Kein Bock auf euch, Leute. So, wo ist jetzt Zorro? Es stimmt, ich habe gehört, mein Bruder wäre hier. Zum letzten Mal, der Gefängnisleiter ist nicht hier. Und jetzt verschwinde. Was ist los, John? Scheint, als wäre Isaac hier auch nicht. Der Robotertyp ist nicht hier. Was ist hier los? Stroh, Ruffy. Alle Mann zum Angriff, bereit machen. Fang Stroh, Ruffy. Da muss ich mir darüber wohl Gedanken machen, nachdem ich mich um diese Typen gekümmert habe. So, kämpfen wir. Wie geht das eigentlich mit dem Weitschuss? Fokus oder Wahrnehmung? Mach mal Fokus. Keine Ahnung. War das richtig? So, Gum Gum Elefantengatling müsste reichen. Die da hinten habe ich nicht getroffen. Wow. So geht's auch. Okay, das sollte reichen. Wie kann es sein, dass der Robotertyp nicht hier ist? Meinte der erste Matrose nicht, dass er es wäre? So, ne? Vielleicht hat er gelogen. Er hatte ziemliche Angst vor Zorro. Jetzt, wo du es sagst, ist hier Zorro auch nirgends. Er muss sich wieder verlaufen haben. Bringt nichts, sich jetzt den Kopf darüber zu zerbrechen. Ich gehe zurück und frage ihn nochmal. Ja, wen willst du denn fragen jetzt? Den Matrosen in Stahlstadt nochmal besuchen. Okay. Gehen wir dann dahin. So. Wartet mal. War das nicht hier? Nein, das war nicht hier, ne? Ruffy, wir werden gleich erwischt, ne? Dieser Matrose ist nicht hier, ich sehe mich mal um. Ja, wo ist der denn? Da ist er doch. Huh, was macht ihr denn hier?
Der Robotertyp war nicht in der Basis, von der du erzählt hast. Hast du uns angelogen? Ah, es tut mir so leid. Also hast du uns angelogen. Der Schwertkämpfer hat mich derart grob ausgefragt, dass ich ihn zu meinem Kameraden in der Kristallschlucht schicken wollte, damit sie ihn einsacken. Und wo ist dann mein Bruder? Am Funkturm. Er wollte da die Sicherheitsmaßnahmen überprüfen. Er macht sich Sorgen, dass Rebellen ihn stürmen könnten, um ihre Propaganda zu verbreiten. Ich hoffe für dich, dass du diesmal nicht lügst. Das ist die Wahrheit, ganz ehrlich. Bitte nimm mich nicht, bitte nicht mehr hauen. Es bringt nichts, ihn weiter auszuquetschen, Ruffy. Vertrauen wir ihn einfach und gehen wir zum Funkturm. Klar, sehen wir uns da mal um. Oh Mann. Ach, jetzt Zorro die ganze Zeit suchen. Manche Aufgaben dauern halt lange, Leute. Aber wir können nichts dafür, ne? Manche dauern auch richtig wenig. Okay, das ist Zorro. Beschützt den Gefängnisleiter. Lass keinen einzigen Piraten durch. Sieht so aus, als wäre ich hier richtig. Zorro, was machst du denn hier? Er hat sich wohl wieder verlaufen. Ich habe mich nicht verlaufen. Ich bin nur einen Umweg gegangen. Hey Ruffy, kümmere dich um diese Typen. Ich statte so lange dem Gefängnisleiter einen Besuch ab. Ich komme auch mit. Wir zählen auf dich, Ruffy. So, kämpfen wir. Okay. Der ist da hängen geblieben, ne? Okay, Ruffy sagt auch die ganze Zeit das Gleiche. So, Red Hawk. Da ist noch einer. So. Alter, da tauchen einfach neue auf. Reicht das jetzt? Ja. Okay, das waren alle. Ich frage mich, ob Zorro den Robotertypen schon gefunden hat. Ruffy. John, Zorro, habt ihr den Robotertypen gefunden? Er ist getürmt. Okay. Tut mir leid, euch alle umsonst solchen Ärger bereitet zu haben. Macht dir keine Sorgen darüber. Da kann man nichts machen. Lass uns einfach zu Sunny zurückkehren. Zorro, zu Sunny geht's da entlang. Zorro verläuft sich immer, ne? Egal, Fähigkeitspunkt haben wir wieder bekommen. Das ist perfekt, weil wir können jetzt weitermachen, direkt. So, den machen wir, weil wir schon in der Nähe sind. Oha, was für Nähe. Ist das jetzt bei der Sunny? Boah, ich Idiot, ich habe den Part gestartet. Und war nicht hier. Ich habe es einfach vergessen. Ich guck mal, wer das ist. Wenn wir schon... Wir müssen sowieso gleich zurück, bestimmt, ne? Egal. Da haben wir jetzt hinter uns, Leute. So, jetzt kommen bestimmt die schwierigen Aufgaben gleich, ne? Oha. Ich hab vergessen, den Haki-Modus wieder zurückzumachen, ne?
Also auf normalen Modus zu gehen. So, wen haben wir hier? Es ist merkwürdig, wenn ich darüber nachdenke. Zuerst war ich als das verdächtig aussehende Mädchen bekannt. Aber jetzt bin ich für die Inselbewohner einfach für Nonami. Das zeigt wohl, wie sehr sie sich an uns gewöhnt haben. Aber das gilt wahrscheinlich auch für uns. Oh, Ruffy. Ich habe geschlafen wie ein Stein, nachdem ich gestern mit den Inselbewohnern gefeiert habe. Sie haben die ganze Zeit über dich geredet, aber das hat mich nicht gestört, weil die Feier dadurch in Schwung gekommen ist. Sie sagten, ich soll dich das nächste Mal einladen, also bereite dich lieber gut vor. Wir sehen uns zum Morgengrauen feiern. Okay, habe ich das richtig gelesen jetzt? Naja, wir haben das jetzt. Warte, sind neue Aufgaben gekommen? Ich wollte schon sagen. Wir gucken trotzdem. Da muss ich safe noch hin, aber wir werden die Aufgabe dann direkt starten, ne? Karma, Freunde. Bestimmte Person treffen. Okay. Das könnten wir machen, ne? Ach, wir sind schon hier. Okay. Wir sind schon eine Weile auf dieser Insel. Zuerst dachte ich, dass wir hier in einem gefährlichen Ort voller Matrosen sind, aber es gab auch interessante zu entdecken. Da stimme ich dir zu. Die Insel ist reich an Bodenschätzen und ihre entlegensten Gebiete gleichen einem lebendigen Museum der Naturgeschichte. Es gibt hier auch viele Kochzutaten, obwohl ich sie nicht unbedingt erstklassig nehmen würde. Aber das ist das Wichtigste. Hier gibt es die süße Gin. Hier, jeder einzelne der Inselbewohner war beeindruckt. Da hast du recht. Sogar die Marinebefördwörter und die Marinegegner sind nette Leute. Joho, es brach mir das Herz, sie miteinander streiten zu sehen. Das hätte es zumindest, wenn ich noch ein Herz hätte. Ja, ich wünschte, wir könnten etwas tun. Der Konflikt zwischen den Inselbewohnern ist deren eigenes Problem. Wir haben nicht das Recht, uns einzumischen, solange sie uns nicht darum bitten. Hey, siehst du nicht, dass Nami nur versucht, etwas Mitgefühl zu zeigen? Das ist kein Mitgefühl, das nennt man sich einmischen. Da ist was dran, aber wie Zorro schon sagte, die ganze Geschichte mit Marinegegnern und Marinebefürwortern ist das Problem der Inselbewohner und nicht unseres. Aber wenn sie uns um Hilfe bitten, werde ich ihnen auf jeden Fall helfen. Das machen Freunde doch. Ganz genau. Hast du das verstanden, Schnökelbraue? Ja, ich hab's verstanden, Spinatschädel. Dann bin ich auch froh, dass wir uns alle einig sind. Also, ich muss meine Schwerter polieren gehen. Ich muss das Essen vorbereiten. Ihr könnt schließlich nicht mit leerem Magen kämpfen. Sanji, ich will Fleisch. Ich auch. Joho, ich auch. Alter, was mit den Leuten los, Lan? Alles, was ich brauche, ist eine Tasse Kaffee. Frankie, wir verlassen uns darauf, dass du die 1000 Sunny wieder auf Vordermann bringst. Und zwar schnell. Yo, super. Überlasst es mir. Wir werden schon bald wieder in See stechen können. Okay, Leute, nachdem wir gegessen haben, kann das Abenteuer weitergehen. Ja. Leute, habe ich eine falsche Mission gestartet? Wollte schon sagen, ne? Weil die wollten schon weitermachen. Aber ist nicht mehr lange. Das ist gut. Ne? Kristallschlucht, da müssen wir gehen. Dahin. Schatzgruppe. Bernsteinhafen. Wir sind in der Nähe. Ich glaube, wir machten das erstmal. Ja. Das machen wir zuerst, Leute. Krass. So, jetzt hier runter.
oder da oben. Da sind die. Da seid ihr ja. Ich hab's doch gewusst. Ihr seid die Piraten von vorhin. Was? Nicht du schon wieder. Komm uns nicht in die Quere. Diesen Schatz werden wir stehlen. Statt wir uns, Boss. Da hast du recht. Wir sind doppelt so viele wie beim letzten Mal. Und sie wissen alle, wie man kämpft. Ihr habt mich angelogen. Und jetzt wollt ihr das ganze Fleisch für euch allein behalten. Fleisch? Was redet der da? Ach, wen's kümmert's, Männer. Schnappt ihn euch. Alter, wie viel mal? Ich glaube, den mache ich als Thumbnail, Ruffy. So, Gum Gum Elefantengärtner müsste reichen. Vorbei. Weil wir haben die letzte Stufe von Elefantengärtner, Leute. Keiner schafft gegen uns jetzt. Oh, du bist wirklich unglaublich stark. Will sich noch einer mit mir anlegen? Bitte nein, du kannst den Schatz haben. Es ist alles an Bord eines Schiffes im Halcombe-Hafen. Bitte nimm dir alles. Wirklich? Und du lügst mich auch nicht wieder an? Nicht im geringsten. Ich dachte letztens mal wirklich, dass es wahr wäre. Es heißt auch, dass außer dir noch ein berühmter Pirat ein Auge auf Fracht im Halcombe-Hafen geworfen hat. Alles klar, danke. Dann gehe ich zum Halcombe-Hafen und rede mit den Piraten. Oh, richtig. Hast du von der Marine-Blockade gehört? Was ist das? Und was ist das? Die Marine macht jetzt ernst mit der Abriegelung des Meeres. Sie wollen nicht, dass sie sich noch andere an dem Erz und den Edelsteinen der Insel vergreifen. Jetzt gerade riegeln sie einfach nur das Wasser ab, ohne uns anzugreifen. Aber das allein ist schon unheimlich genug. Hm, tatsächlich? Hinzu kommt, dass die Marine überall sonst auf der Insel sehr geschäftig ist, oder? Aber hier ist tote Hose. Obwohl ich habe gehört, dass ein Matrose mit einer Riesenkeule und einer Brille, mit einer Brille und Schwert hier rumlaufen und überall Piraten aufknüpfen. Was das wohl zu bedeuten hat. Ah, egal, danke. So, zum Halcombe-Hafen jetzt. Oh Mann, ey. Ich dachte, das ist schon vorbei, aber jetzt muss man noch zum Halcombe-Hafen. Da haben wir noch eine Mission, zum Glück. Die werden wir ja direkt starten. Ich glaube, ich mache die alle Nebenmissionen jetzt gleich. Dann haben wir das hinter uns, ne? Weil wir wollen auch mal zum nächsten Kapitel, ne? Das nervt langsam, Leute. Jo, wo müssen wir denn jetzt suchen, ja? Oh nein, das ist Krokodil. Hey, was machst du hier, Croc? Oh, nicht du schon wieder. Ich sag dir doch, dass du dafür keine Verwendung hast. Und jetzt verschwinde. Stell dich nicht dumm. Ich weiß, dass der Schatz des Fleisches. Nein, ist es nicht. Und jetzt wisch dir den Sabber aus dem Gesicht und verschwinde von hier. Nein, du willst doch nur das Fleisch ganz für dich allein. Du und dein endloses Gefasel. Endlich habe ich dich gefunden, Krokodil. Und das... Und... Ist das Strud? Oh, hallo. Das ist die Brillenlady, die immer mit Smokey rumhängt. Jetzt verstehe ich. Dann seid ihr beide die, von denen der Pirat gesprochen hat. Noch mehr Ärger. Jetzt verstehe ich. Ich hörte, dass ihr beide euch auf der Gipfelschlacht im Marinefort verbündet habt. Hey Croc, hier will das ganze Fleisch für sich haben. Allein. Er ist nicht mein Freund. Krokodil, wir haben Berichte über einen Mann erhalten, auf den deine Beschreibung passt. Zuerst haben wir gedacht, dass du die anderen Piraten vielleicht
nur aufmischen willst. Aber ich konnte nur schwer glauben, dass du hier bist, ohne dass es etwas gibt, was du haben willst. Was hast du vor? Ich habe keine Zeit für sowas. Schluss mit den Freundlichkeiten. Ich werde euch alle in leere Hüllen verwandeln. Ja, kämpfen wir, Crocodile. Alter, gegen die beiden? Jetzt reicht's mir, Alter. Gum Gum Elefanten-Gatling. Alter, die ist nicht stark. So, und Gum Gum. Hallo, Ruffy? Ach so, haben wir nicht die ganze Zeit gemacht? Jo, wir kämpfen normal die ganze Zeit mit denen, ne? Okay. Hier. Alter. Wir haben die ganze Zeit normal gekämpft, Leute. Egal. Ist auch was, ne? Ich hätte mir denken können, dass du nicht so einfach sterben würdest. Ist dir ja auch egal. Die Fracht auf dem Schiff gehört mir. Verdammt, er ist aufs Schiff geflogen. Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl, Strohhut. Fürs Erste haben wir einen Waffenstillstand. Hey, das Fleisch gehört mir. Du entkommst mir nicht, Krokodil. Okay, Krokodil auf dem Boot finden. Ja, der ist bestimmt da oben, also hier. Wo ist der? Wo ist Krokodil? Sind wir falsch? Ey, sag mir, wir sind falsch, Leute. Anscheinend schon. Krokodil ist nicht hier. Alter. So unnötig, ne? Der ist da drüben. Safe. Ich komme aber nicht dahin schnell, ne? Ruffy, mach doch einfach deinen scheiß Job, Alter. Da drüben ist er safe. Warum habe ich die Karo benutzt? Egal. Auf euch habe ich keinen Bock jetzt. Alter, wo ist Krokodil? Hallo, Ruffy. Machst du jetzt wieder den Scheiß mit? Mein Gott, Alter, da ist der. Krokodil, gib mir mein Fleisch. Du schwachsinniger Dummkopf, es ist zu spät. Ich kann es nicht glauben, dass ich darauf reingefallen bin. Was ist los? Diese Schiffe sind alle leer. Es ist rein gar nichts an Bord. Irgendjemand hat mich reingelegt. Ich hatte gehört, dieses Schiff habe Deinersteine geladen. War wohl nur ein Gerücht. Deinersteine? Ich dachte, du suchst nach Fleisch. Schluss mit diesem Fleischgefasel, du Schwachkopf. Von dieser Insel stammen doch die Deinersteine. Die Steine, die ganze Welt ins Wanken brachten. Sogar du musst doch schon Gerüchte darüber gehört haben.
kommen sie in Kontakt mit Luft und schlagen irgendwo auf, explodieren sie, und zwar mit der Wucht antiker Waffen. Sie sind extrem gefährlich und sie werden nicht mehr abgebaut, seit ihre Ausgrabungsmethode verloren gegangen ist. Und jetzt habe ich gehört, dass sie seit Jahren zum ersten Mal wieder ausgegraben und verfeinert werden. Also bin ich hergekommen, um selbst welche auszugraben. Wenn sie kein Fleisch sind, ist es mir echt egal. Aber da sie nicht hier sind, muss es eine Lüge gewesen sein. Ich will mich nicht wiederholen müssen. Die Schmalspurpiraten sind hier, weil sie einfach nur etwas von einem Schatz gehört haben. Aber CP, Germa 66 und die Marine Admirale sind... Sie wären nicht hier, wenn es nicht wirklich für sie lohnen würde. Die Dinersteine sind real. Diese Schmalspurpiraten müssten sie fast schon riechen können. Sie nehmen sich immer alles, was sie wollen, mit roher Gewalt, also ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein Krieg ausbricht. Wenn dir die Steine egal sind, solltest du diese Insel so schnell wie möglich verlassen. Kommst du mir nochmal in die Quere, mache ich dich kalt. Hab dich gewarnt. Da bist du ja. Du gehst nirgendwo hin, Krokodil. Das gilt auch für dich, Marineschwertkämpferin. Kämpfen die jetzt wieder? Diesmal lasse ich dich gehen, Strohhut. Ich erhebe mein Schwert nicht gegen jemand, der mir gegen einen gefährlichen Gegner geholfen hat. Aber das gilt nur für hier und jetzt. Bei unserem nächsten Treffen werde ich nicht zögern, dir den Kopf vom Hals zu schlagen. Ich werde wohl Jan und ihren Begleitern Bericht erstatten. So. Gehen wir. So, hinter uns. War das die Aufgabe jetzt? Alter. Ruffy, was ist mit den Piraten passiert? Oh, der Schatz der Piraten aus Bernsteinhafen war wohl doch nur nicht Fleisch. War doch kein Fleisch. Oh Mann. Er sagte, dass er nach Dinersteinen sucht, glaube ich. Es ist irgendein total gefährliches Erz. Aber die haben wir auch nicht gefunden. Es war wohl alles ein großer Reinfall. Dann war es also nur ein weiteres Gerücht. Was für eine Erleichterung. Ob es wohl wirklich nur ein haltloses Gerücht war? Aber ich dachte, dass niemand mehr weiß, wie man es ausgräbt. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Alles in Ordnung, Jan? Ja, alles in Ordnung, Ruffy. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Ah, ich kann nicht mehr. So. Wir haben wieder 300 Fähigkeitspunkte. 800 haben wir jetzt. So. Den würde ich schon machen. Abwehr würde ich auch schon. Alter, Königsdistanz, ne? Das brauchen wir eigentlich auch. Schnell öffnen von der Kisten. Das wird richtig da ekelhaft bei dieser Kristallschlucht, ne? Deswegen... Was ist denn das? Perfekter Schuss. Drücke beim Observations-Haki-Modus. Fokus benötigt. Okay. Wartet. Das ist der längere Anzeige, ne? So, wir machen den. Dann den. Den benutze ich kaum eigentlich, ne? Dann machen wir, glaube ich, den Bazooka-Aufladung. Den benutze ich ja manchmal. Oder die Panzerhärtung. Ja, dann machen wir noch den Abwehr. Ja, das brauchen wir sowieso nicht. Ich glaube, als nächstes Öffnung der Kisten werde ich machen, Leute. So, wir haben noch ein bisschen. Eine bestimmte Person treffen. Das könnte ich noch machen.
Alter. Ich hasse das, von der Jadebrücke immer dahin zu gehen, ne? So behindert ist das, aber wir müssen. Oh, Mann. Wegen so viel Leserei, ne? Habe ich schon irgendwie Halsschmerzen bekommen, ey. Keine Ahnung warum. Das ist gar nicht gut. Mir ging es noch gerade gut. Jetzt fühle ich mich irgendwie voll schlapp. Ich bin nicht der Typ, der so viel liest, Leute. Ich gebe zu. Boah, ich habe keine Lust auf alles. So. Wen haben wir denn hier? Das ist wieder Dings, Krokodil. Du bist zu einer richtigen Berühmtheit auf dieser Insel geworden, Strohhut. Dich hier zu haben ist gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Schließlich erleichtern das meine Arbeit ungemein. Aber lass dich nicht zu sehr in die Sache reinziehen. Wenn dir dein Leben lieb ist, besonders wenn es um den Gefängnisleiter der Insel geht, das ist mein Rat an dich als Überlebender der Gipfelschlacht. So, haben wir. So, die Mission würde ich auch schon gerne starten. Dann machen wir das mit der Erinnerung, ne? Die würde ich eigentlich auch noch starten, aber die machen wir dann... Ach, Alter. Wenn ich noch Zeit habe, aber ich weiß nicht, Leute. Ich glaube, ich mache den Part diesmal kürzer. Oder? Weil wir haben schon viele Sachen gemacht, ne? Ich würde das noch eigentlich noch reinschaffen. Denke ich mal. Weil ist nicht so weit weg. So. Ausschalten. Ja, das will ich mitnehmen gerne. So, da habe ich keinen Bock mehr auf euch. Wir wollen ja jetzt weitermachen. So. Hier ist noch eine Kiste. Da drüben ist auch noch eine Kiste. Oh Mann, komm, Karu. Karu! Endlich. Manchmal macht er das nicht. Hauptsache habe ich ihn ja gerade Chopper genannt. Komm, komm, Elefanten-Gatling. So, holen wir uns die Kiste noch, wenn wir schon hier sind, ne? Hallo, hast du das jetzt nicht gemacht? Oh Mann. So. Da ist jemand. Hey, weißt du irgendwas über die Dinersteine? Ich habe gehört, dass es hier welche geben soll. Sieht so aus, als wärst du den Gerüchten erlegen. Auch ich bin den Gerüchten gefolgt. Aber hier gibt es nichts als eine ganz gewöhnliche Ausgrabungsstelle. Also gibt es hier in der Nähe keine Dinersteine? Ich fürchte nicht. Wenn es sie hier gab, dann sind sie bereits alle geplündert. Ich frage mich, wer diese Gerüchte in die Welt gesetzt hat. Was für eine Zeitverschwendung. So, haben wir das? Diese Gerüchte sind alles nur fette Lügen. Smoker, du sagst es. Sieht so aus, als wäre das ganze Theater um die Dinersteine nur heiße Luft.
Es gibt nichts, was wir daran ändern könnten. Die Leute auf dieser Insel werden bei Dinerstein immer noch ganz nervös. Kein Wunder, wenn man ihre Geschichte anhört oder keine Ahnung. Hä, Schrot? Smokey und Brillenlady, was macht ihr denn hier? Könnte ich dich auch fragen. Wo in aller Welt hast du denn davon gehört? Du meinst die Dinersteine? Vaughn hat mir von ihnen erzählt. Verstehe, Schätze, da haben wir wohl verschiedene Quellen. Soll das heißen, ihr zwei seid nur wegen eines Gerüchts hier und sucht nach Dinersteinen? Habe ich dir doch gesagt, sobald jemand etwas Krummes versucht, schnappen wir ihn. Stimmt genau, Dinersteine sind zu gefährlich. Wir müssen etwas tun, bevor etwas passiert und nicht erst danach. Okay, tu, was du nicht lassen kannst. Da es hier eh keine Dinersteine gibt, verschwinde ich. Bis dann. Immer langsam, Schrot. Wenn wir uns schon über den Weg laufen, dann musst du mir auch helfen, diese Phase weiterzuspielen. Hä, willst du schon wieder kämpfen? Höchstwahrscheinlich hat Isaac dieses Gerücht in die Welt gesetzt. Wir müssen also dafür sorgen, dass er glaubt, er hätte bekommen, was er wollte. Ist mir recht, aber wenn wir nur so tun, müsst ihr mich dann so feste hauen. Vor allem du, Smokey. Ich kann nicht anders. Unter normalen Umständen wäre ich ganz scharf darauf, dich zu erwischen. Darum fällt es mir auch so schwer, mich zurückzuhalten. Ach ja? Na dann halte ich mich auch nicht mehr zurück. So, kämpfen wir und dann beenden wir den Part, Leute. Sogar mit Tashigi, okay? Ach so, wir sind nicht Haki-Modus jetzt. Hallo, lass mich mal den Bazooka machen. Alter, die lassen mich nicht. So, Gumgum Elefant in Gatling. Der ist abgehauen gerade, ne? Smoker. So, Smoker, Alter. Getroffen. So. Eagle Storm. Dein Glück hat dich verlassen, sagt er. Werden wir gleich sehen. Okay. Hier, Red Hawk. Haben wir den jetzt nicht getroffen, Alter? Mein Gott, Alter. Smoker, ich glaube, das reicht. Ja, das sollte ihn für eine Weile ablenken. Ach, das ist nervig. Wie lange willst du denn den Robot-Typen den noch nachschnüffeln? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, damit ist es bald vorbei. Er ist schlau und kann seine Spuren ziemlich gut verwischen. Aber was auch immer er vorhat, Waffenschmuggel ist es bestimmt nicht. Dafür würde er wohl kein Piraten, Marine, Kriegstreiber und die Revolutionsarmee herbringen. Das muss irgendwas mit den Dinersteinen zu tun haben. Und die sind einfach zu gefährlich, als dass er damit herumspielen sollte. Und so ist das, Strohhut. Wir behalten das Gefängnisleiter Isaac gut im Auge. Damit wir uns richtig verstehen, das hier sind ganz besondere Umstände. Sobald all das hier vorbei ist, hole ich mir deinen Kopf. Ja, ich hoffe, ne? So, wir haben 430 bekommen diesmal. Wir gucken noch die Fähigkeitspunkte. 500, perfekt eigentlich, ne? Wir könnten den machen. Oder die Gumgum Bazooka aufladen. So, was ist jetzt wichtig? Eigentlich ist das wichtig. Und wir könnten dann... Ja, den könnten wir dann machen. So, die Truhe ist ja gerade wichtig. Dann machen wir den. Und das war's dann auch, ne? Ansonsten kosten die alle zu viel wieder. Ja, Leute. Ich hoffe, wie gesagt, das war's mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Beim nächsten Mal geht es dann mit der Erinnerung
Oder wir machen lieber diese andere Mission da drüben. Dann geht es dann hier weiter, aber die Kleidung will ich, glaube ich, nicht wechseln, ne? Wir könnten das aber machen, ne? Ich weiß nicht, ne? So, Leute, wie gesagt, das war's mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Part dann wieder, wenn es wieder heißt One Piece World Seeker. Bis zum nächsten Mal, Leute. Abonnieren und bitte liken, nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Ciao.